Aus meiner Sicht sind natürlich schon einige Dinge erreicht. Wir haben mit der Digitalisierung ja nicht erst gestern angefangen. Gleichwohl stehen wir momentan in einer Situation, in der tatsächlich Geschäftsmodelle immer stärker durch Digitalisierung getrieben sind. Und da befinden wir uns in Deutschland in der Tat in den meisten Unternehmen noch am Anfang. Es gibt einige Vorreiter, viele davon sehen wir ja hier auch beim Digital Transformation Award. In der Fläche kann man letzten Endes aus diesen Beispielen nur lernen, denn wie gesagt, bei dem Thema Geschäftsmodellinnovation muss ich sicherlich noch einiges tun. Ich erwarte, dass man einfach die innovativen Lösungen, die die Preisträger bekommen haben, dass die entsprechende Aufmerksamkeit gewinnen und vielleicht auch bei anderen Unternehmen das Bewusstsein schärfen, dass jetzt was getan werden muss. Wenn wir in Zukunft, so wie wir heute Autos bauen in Deutschland, wenn wir so Software bauen, dann haben wir in Deutschland eine Chance, das Thema zu überleben. Wenn wir das nicht verstehen, wenn 80% der Wertschöpfung in Zukunft Software sind und wir machen weiter Maschinenbau, dann wird vieles an uns vorübergehen.